Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Möchtest du auch was sagen? Was? Du sagst uns immer auch immer Hallo. Was ist denn? Ja, ich habe gesagt Hallo. Hallo meine Lieben. Wir sitzen gerade im Auto, wie ihr uns schwer erkennen könnt und eigentlich wie immer am Anfang eines Vlogs. Wir sind gerade auf dem Weg und holen unseren Welpen ab. Ja, ihr wisst davon noch nichts, aber ich erzähle euch das alles irgendwann. Ja, wir sind auch schon gleich da. Wir haben noch 19 Kilometer. Warten hier gerade an einem Bahnübergang, bis wir weiterfahren können. Und ich bin so gespannt, bis wir sie endlich abholen können. Ich zeige sie euch dann, wenn wir sie im Auto haben. Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mal mit, wie wir sie abholen. Viel Spaß! Ja, hallo meine Lieben. Wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und ja, ich habe euch natürlich nicht mitgenommen, da wo wir bei der Züchterin waren und die kleine Maus abgeholt haben. Ihr seht sie da schon im Hintergrund. Ja, es war alles total kompliziert. Wir sind dann noch in eine Baustelle geraten und waren dann noch ein bisschen zu spät. Und ja, ganz, ganz kompliziert. Aber es ist alles gut gelaufen. Wir haben ein ganz, ganz intensives Gespräch mit der Züchterin geführt noch, wegen Futter und alles. Und ja, jetzt bin ich ganz gespannt, euch die kleine Maus zu zeigen. Wie gesagt, sie tut hier schon ein bisschen rum. Sie hat die erste Nacht richtig gut gemacht. Also echt richtig, ich war richtig überrascht. Wir haben einfach ihr Körbchen hingestellt. Und da hat sie sich dann auch direkt reingelegt, hat direkt geschlafen, hat nicht in die Wohnung gemacht, hat nicht gequiekt, nicht geweint. Sie hat sich einfach hingelegt und hat geschlafen bis heute Morgen. Ja, so gegen 6 Uhr. Wo dann meine Geschwister aufgewacht sind, ist sie so ein bisschen unruhig geworden. Aber dann hat sie gemerkt, okay, es wird wieder ruhiger, hat sie sich wieder hingelegt. Also ich bin echt so begeistert. Also eigentlich hätte ich niemals gedacht. Ja, und jetzt tun sie hier rum. und ich würde sagen, ich zeige dir euch einfach mal. Du musst dich selber schon zeigen, ne? So, hier ist die kleine Motte. Hier ist die kleine Maut. Ja, das ist ein Chihuahua-Welpe. Ne? Ja, vorsichtig, Lia. Vorsichtig, ne? Genau, ein ganz kleiner, zarter Chihuahua. Ganz kleine Maus noch. Ja, sie ist ungefähr 13 Wochen jetzt alt. Ich habe sie extra ein bisschen länger bei den Eltern gelassen, weil ich finde das immer ganz wichtig. Und ja. Die ist wirklich eine ganz, ganz zuckersüße Maus. Wir haben sie auch von einer Züchterin, die schon jahrelang Chihuahua züchtet. Und sind da gestern dann hingefahren, dann die kleine Maus abgeholt. Und die hat auch die Fahrt richtig gut mitgemacht. Also sie hat einmal gespuckt. Da wollten wir gerade aussteigen, hat sie dann gespuckt. Ja, also sie hat fast die ganze Fahrt durchgehalten. Aber dann kurz vor Ende hat sie dann doch gespuckt. Aber auch gar nicht schlimm, mein Gott. Ja, aber sonst hat sie auch total toll gemacht. Sie hat die ganze Fahrt geschlafen einfach. Also, die ist echt eine ganz, ganz Liebe. Und ja, ich weiß, es kommt für einige jetzt total überraschend, dass wir jetzt wieder einen Chihuahua oder dass wir uns jetzt einen Welpen geholt haben. Und ja, ich kann dazu einfach sagen, es war von Anfang an geplant. Also, seitdem wir Nasco haben, war von Anfang an klar, okay, es gibt ein braunes Weibchen irgendwann nochmal. Und dann habe ich auch schon nach Züchtern geschaut. Ja, ich habe mich dann über Züchter informiert und habe mir auch verschiedene Züchter rausgeschrieben, über die ich mich dann noch ein bisschen näher informiert habe. Hier in der Umgebung gibt es sehr, sehr wenige. Und deswegen haben wir die Kleine auch aus Schwerin, also aus der Nähe von Berlin, so zwischen Berlin und Hamburg. Genau, die Züchterin hat mir einfach sofort zugesagt und dann hat sie mir auch geschrieben, dass sie einen Wurf erwartet jetzt. Und da haben wir dann natürlich ganz gespannt gewartet, ob es denn dort ein braunes Mädchen gibt. Weil ich wollte unbedingt ein braunes Langhaarmädchen, so wie sie jetzt eben ist hier. Braunes Langhaarmädchen. Und ja, Lia. Lia will immer die Kamera. Ja, und dann haben wir ganz gespannt gewartet, bis denn der Wurf da war. Und das war dann auch Ende August soweit. Und dann hat sie mir direkt Fotos geschickt von den drei kleinen süßen Welpen. Und dann war die kleine Maus dabei. Und ja, dann war es um uns geschehen. Das war ja die perfekte Hündin für uns. Und dann ist sie jetzt eingezogen gestern, die süße Maus.
Ja, also sie hat auch Papiere, eine Ahnentafel und alles. Und jetzt war der Wurf da. Und die kleine Maus ist jetzt nach Hause gekommen zu uns. Und Der Nasko ist auch da. Nasko, Nasko. Du Golle. Bist du ganz müde? Ja, jetzt sehe ich nachher nochmal, wie die beiden anderen reagiert haben. Ja, also wir haben hier erstmal so eine Tasche bekommen von der Tierärztin ist das. Und die ist mit der Züchterin schon ganz eng befreundet und deswegen hat sie auch so ein kleines Werbegeschenk bekommen. Hier so eine Futtermatte, so eine Unterlage für den Futternapf und ein bisschen was zu lesen. Und dann hat sie uns auch noch ein bisschen Futter mitgegeben jetzt für die nächste Zeit. Das ist dieses hier. Das schmeckt der Kleine auch richtig gut. Also sie schlingt das immer runter. Genau, da hat sie jetzt einfach uns hier so ein bisschen noch was mitgegeben. So, und dann spielen die beiden hier schon gerade mit einem Spielzeug. Auch das hat die kleine Maus mitbekommen. Das wollte ich jetzt gleich nochmal auspacken. Ich wollte es aber vorher nochmal zeigen. Genau, hier Maus. Dann hat sie so einen Ball hier mitbekommen. Da kann man halt so Leckerlis reinmachen und die muss sie dann halt so rausholen, ne? Irgendwie sowas hat sie erklärt. Dann haben wir etwas für die Zähnchen bekommen. Das ist eigentlich für Babys, aber sie hat gesagt, damit sollen wir ihr die Zähne putzen. Das ist ganz wichtig und am besten im Welpenalter schon antrainieren, weil dann hat der Tier also später leichter. So, dann haben wir noch so einen Napf bekommen, den man auseinanderfalten kann. Ich glaube, das kennen einige. Für unterwegs zum Beispiel. Mega praktisch, kommt auch direkt in die Wickeltasche. Dann hat die Züchterin uns so einen Mantel hier gestrickt. Richtig toll. So sieht der aus. Hier sind halt die Eingänge für die Beinchen. Hier für den Hals und. Genau, der ist auch richtig schön dehnbar. Hat sie extra so gestrickt, dass die kleine Maus ihn auch lange tragen kann. Richtig schön. Und dann natürlich hier ihre Papiere, ihre Ahnentafel, hier noch so ein Futterplan, Kaufvertrag, ihr Büchlein, hier ihr, wie nennt man das? Ihr Buch, hier das Blaue, wo der Tierarzt immer einträgt alles. Genau, das hier eben alles drinne. Das sind Papiere. Ja, und dann, stimmt, dann haben wir noch hier eine Probe von Platinum bekommen. Damit arbeitet die Züchterin auch zusammen. Und da gab es hier einmal Nassfutter in so einer Packung. Dann einen Becher, so einen Messbecher hier. Dann noch so ein Beutel für Leckerlis. Für unterwegs. Und noch eine Packung Trockenfutter. Genau, das gab es noch so als Probe von Platinum selbst. Genau. Ja, und dann hat die kleine Maus noch eine Decke natürlich mitbekommen, selbst genäht von der Züchterin. Aber die hat sie natürlich vollgespuckt im Auto. Süßen beiden hier. Ja, wie haben die Hunde aufeinander reagiert? Also wir haben es erstmal so gemacht, dass wir die Kleine erstmal oben in meinem Zimmer das alles kennengelernt haben. Also wir haben sie erstmal ganz alleine oben spielen lassen. Und das hat sie auch richtig toll gemacht. Wir haben dann ganz viel mit ihr gespielt und sie hat den Raum kennengelernt. Und dann haben wir Nasko erstmal dazu geholt. Und erstmal hatte Nasko total Angst. Also Nasko ist echt so ein kleiner Schisser. Und sie war ganz neugierig. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis sie sich angefreundet haben. Aber jetzt ist es wirklich so, ne, gut, die spielen alle miteinander. Also auch Laika, die spielen alle miteinander, richtig süß. Die sind auch richtig vorsichtig, die Großen mit der Kleinen. Das finde ich auch ganz toll. Klar, manchmal muss man aufpassen, dass sie nicht zu grob sind oder so. Aber ich finde, also ich hätte damit niemals gerechnet, dass es so gut klappt. Und ja, Laika war zuerst so ganz, ganz skeptisch. Und da hatten wir auch echt ein bisschen Angst. Okay, wie reagiert sie jetzt? Aber jetzt so am zweiten Tag, also gestern Abend haben die sich halt kennengelernt. Jetzt am zweiten Tag spielen die wirklich alle miteinander. Richtig toll. Ja. Also bis jetzt klappt alles super. Sie hat auch noch nicht einmal in die Wohnung gemacht. Wir sind wirklich so begeistert. Geht jetzt auch gleich nochmal eine große Runde in den Wald. Sind wir sehr gespannt. Ach so, stimmt. Sie hat auch noch ein Geschirr bekommen. So ein kleines Geschirr mit Leine. Das passt ihr auch gerade. Also das ist echt so mini. Das passt ihr gerade. Und das kann man so gut verstellen, dass es eben bis zum ersten Lebensjahr passt. Das kauft die Züchterin wohl immer für ihre Welpen und genau, das ist eben so ein kleines Geschirr hier, richtig toll. Und die Farbe Rot, ne? Ich finde ja, Rot passt bei diesen braunen Chihuahuan einfach perfekt. Und ja, Nasko ist ja auch komplett rot. Er hat ja auch hier
sein rotes Halsband, weil ich finde, das passt einfach perfekt. Und bei ihr hätte ich auch rot genommen, aber die Züchterin hat das einfach schon automatisch rot gekauft. Sehr schön. Ja, ich glaube, mehr kann ich gar nicht erzählen. Also ich bin echt so begeistert, wie das jetzt alles abgelaufen ist. Und ich freue mich, wenn wir dann mit den beiden, also Naske und der Kleinen, oben in unserer Wohnung sind. Gucken, wie das klappt. Fressen klappt auch super, wie gesagt. Also sie frisst richtig gut und alles. Also ich stelle es hin und es ist weg. Also das macht sie echt toll. Und wie gesagt, hat sie noch nicht einmal reingemacht. Also echt, ich bin voll begeistert. Und ja, ich halte die Züchterin noch immer auf dem Laufenden. Wir haben WhatsApp-Kontakt und da schreiben wir auch immer ganz viel, wenn ich irgendwelche Fragen habe und so. Ja, läuft alles ganz toll. Ich berichte euch auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nur einmal so ein kleines Video hier bieten, damit ihr die Kleine auch kennenlernt. Und ja, auch wenn es ziemlich überraschend kam, aber ich, wie gesagt, habe das auch schon länger geplant. Aber ich wollte euch da jetzt nicht irgendwie schon vorher was berichten, wenn das noch nicht spruchreif war, weil wir ja nicht wussten, okay, wann kommt der Wurf. Und genau. Jetzt ist die kleine Maus da. Wir sind alle glücklich, aber der Felix ist richtig glücklich. Der geht richtig auf mit ihr. Finde ich ganz toll. Und jetzt gehen wir gleich eine Runde spazieren. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!